Hallo, hier ist die Mia von Geeks Live Luxemburg und wir sind auf der Gamescom, momentan auf dem Stand von Swiss Games. Und hier haben wir den Programmierer von dem Spiel Nische sitzen. Hallo. Hallo. Wie gefällt dir denn die Gamescom bis jetzt? Ja, es war meine erste Gamescom bis jetzt und ich finde es sehr spannend. Es gibt sehr viele tolle Leute hier zu treffen und ja, es ist einfach toll, mit den anderen Indie-Developern zu reden und einfach den Leuten das Spiel zu zeigen. Also wie gesagt, du hast an Nische gearbeitet. Wie ist das Spiel denn so? Kannst du ein bisschen was erklären? Ja, Nische ist ein genetisches Survival-Spiel. Und dabei geht es darum, dass man mit einer kleinen Population von kleinen Tieren versucht, in einer Umgebung zu überleben, die recht feindselig ist. Und das Spezielle an dem Spiel ist, dass jedes einzelne Tier seinen eigenen genetischen Code hat. Und der bestimmt, wie das Tier aussieht, was es für Fähigkeiten hat. Und man kann dann versuchen, seinen Tribe dahin zu bewegen, dass er sich der Umwelt am besten anpasst, indem man immer die richtigen Tiere miteinander paart. Auf welche Schwierigkeiten kann man in dem Spiel dann halt eben auftreffen? Ja, es gibt einerseits einfach die Umwelt, also einfach, dass man nur schon durch den Hunger stirbt, wenn man zu wenig Essen findet. Aber dann gibt es auch feindselige Tiere, die einen versuchen anzugreifen und allgemein einfach viele unterschiedliche Gegebenheiten, auf die man treffen kann und die man dann mit unterschiedlichen Mitteln meistern muss. Wenn man dann jetzt zum Beispiel ein feindseliges Tier begegnet, kann man es dann auch so bekämpfen, dass es einen anschließt? Im Moment noch nicht, aber das ist das Ziel, dass man, wenn das Tier noch sehr jung ist und es viel um seinen Tribe herum ist, dass es sich so wie mit einem anfreunden kann und dass man es dann in die Gruppe integrieren kann. Wie seid ihr denn auf diese Idee schlussendlich gekommen? Also die Grundidee, die stammt von Philomena Schwab und sie wollte eigentlich einfach ihre Passion für Biologie und für Game Design miteinander verbinden und hat sich dafür entschieden, als Bachelorarbeit ein Spiel zu machen, in dem es eben um Biologie geht und das halt die biologischen Mechaniken der Vererbung recht akkurat und wissenschaftlich darstellt. Was ist denn schlussendlich das Ziel vom Spiel? Das Spiel ist ein Open-World-Spiel, also dabei geht es recht darum, einfach die Umgebung zu erkunden und halt der Überlebensaspekt. Also es geht einerseits darum, wirklich das sich in der Umgebung zu überleben und dann aber auch die Umgebung zu entdecken und Freude daran zu haben. Auf welche Schwierigkeiten seid ihr denn gestoßen während der Produktion vom Spiel? Ja, also es gibt recht viele Sachen, wo wir halt sehr viel Content machen. Also zum Beispiel, wenn wir die Gene anschauen, da wollen wir bis zu 100 Gene machen und die müssen halt so in einem System sein, dass wir diese 100 Gene halt managen können und dass wir die einzelnen Mechaniken, dass das alles zusammenpasst und dass alles miteinander funktioniert. Also wir bauen ein System und dieses System muss ineinander funktionieren. Das ist so die Hauptschwierigkeit. Wird es ein Multiplayer-Spiel oder rein nur Solo? Es ist ein reines Singleplayer-Spiel und es hat vielleicht noch ganz kleine Multiplayer-Elemente darin, wie zum Beispiel, wenn irgendwie eine gewisse Anzahl an Spieler auf einer gleichen Insel sind zur gleichen Zeit, dass dann ein Event passiert. Aber das sehen wir noch in der Konzeptionsphase und da müssen wir noch darüber schauen. Wann wird das Spiel denn schlussendlich erscheinen? Unser momentaner Ziel, der Release-Date ist im März 2017, aber wir müssen schauen, wie das hinklappt. Ja. Für welche Plattformen denn? Es wird für Windows, Linux und Mac erscheinen. Ja. Okay, gut, dann sage ich mal herzlichen Dank für das Interview und noch viel Spaß auf der Gamescom. Dankeschön. But nothing, I'm not sure if you're telling me.